Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Up freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit einem Update und 15 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Nix mehr für das Abo. Ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Darius. Ganz herzlichen Dank, Darius, dass du ein Hofgott bist. Wie immer starten wir mit den Updates, und zwar kommt es eine Update für den John Deere 1775 NT 2022 von JHG Modding, Downloadgröße 39,68 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Rad-Bandlaufwerk-Konfigurationen, Flüssigdüngersystem-Konfigurationen, Einzelscheiben-Öffner-Konfigurationen für Flüssigdünger, Abtriebssystem mit hydraulischen Reihneinheiten, dynamische Schläuche für alle Downforce-Zylinder der Row-Units, Manometer gefixt, V-Mask-Map verbessert, Schmutz und Verschleiß, Normal-Map verbessert, Fehlerbehebung. Und dann kommen wir schon zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Abgaserweiterung, kommt von Vectorman, Downloadgröße 14 kb in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Script fügt einen realistischen Rauchpartikeleffekt zu allen Fahrzeugen hinzu. Die Intensität variiert je nach Motorlast. Coole Sache, die kommt bei mir sofort rein. Die nächste neue Mod heißt Erhöhung der Anzahl an Höfen. Dieses kommt von Vertex Design, Downloadgröße 16 kb in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Skript ermöglicht, die aktuelle Limitierung von 8 Farmen auf 15 zu erhöhen. Auch von Vertex Design kommt die nächste neue Mod, und zwar heißt dieser automatischer Milchverkauf. Downloadgröße 11 kb in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod verkauft automatisch die Milch von den Ställen um 6 Uhr in der Früh. Die Saatbett-Rückverfestigung kommt von Red Fox Modding, Downloadgröße 10 kb in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Sämaschinen setzen nun zusätzlich den Bodenstatus gewalzt. Die nächste neue Mod heißt Lizard Pflanzmaschine 8P. Diese kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 2,52 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Einzelsaat-Sämaschine natürlich mit dem Ladevolumen von 600 Litern, wiegt 1,6 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,60 Meter und 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis? 8.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich ebenso. Der Mietpreis für dieses Gerät, so wie es hier steht, 408 Euro. Die nächste neue Mod heißt FarmTech Superfex 600 Düngestreueranhänger, kommt von BGamer 003, Downloadgröße 9,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Miststreuer mit einem Ladevolumen von standardmäßigen 3 Kubikmetern. Wiegt 1,9 Tonnen, braucht 44 PS, hat eine Streuweite von 10 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 20.000 Euro. Die Konfiguration, die kann erweitert werden von Standard auf 6.000 Liter, dann auf Anhänger, das ist dann die Anhängerversion, nicht mit dem Streuern, und der hat ein Ladevolumen von 7 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein, Lizard und Michelin und Trelleborg. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, also zweimal rot und einmal schwarz. Und die Designfarbe kann gewählt werden aus zweimal grün und einmal weiß oder Zink. Der Mietpreis in der Standardversion liegt bei 1020 Euro. Wir kommen zum Lizard T34 T44 von Hispano, Downloadgröße 29,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gehen wir vom kleinen Düngestreuer zum großen Düngestreuer. Der hat ein Ladevolumen von 34 Kubikmetern, wiegt 11,7 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 22,3 Tonnen, 340 PS braucht dieser, 28 Meter ist die Streuweite, 18 km ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 116.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin, Nokin, Friedestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich ebenso und die Felgenfarbe wird natürlich aus derselben Palette gewählt. Der Mietpreis in dieser Version hier liegt bei 5.916 Euro. Danach haben wir noch die große Version, und zwar ist das der T44 mit 44 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 14,1 Tonne. Maximales Zuladegewicht ist 29,9 Tonnen, braucht 420 PS, hat eine Streuweite von ebenfalls 28 Meter, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 148.000 Euro. Die Reifenhersteller und die Konfigurationsmöglichkeiten haben wir schon gesehen, deswegen machen wir gleich weiter mit der nächsten neuen Mod.
Der Mietpreis hier 7548 Euro. Wir kommen zum Lizard 26. Dieser kommt von R. Michael. Downloadgröße 20,48 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper-Anhänger mit einem Ladevolumen von standardmäßigen 6,5 Kubikmeter, wiegt 3,6 Tonnen und kostet 28.500 Euro. Die Kapazität kann erhöht werden auf 16.050 Liter auf zum Ballenwagen und zurück zu Standard. Das Design kann geändert werden hier zum Zugmaul hinten und zu Standard. Dann gibt es die Reifenvariante, die kann gewählt werden aus diesen Versionen hier, KF97 und die Standardversion. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus diesen drei Farben und betrifft den unteren Teil. Die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette und betrifft den Aufsatz. Und die Rahmenfarbe ist klar, ist die Rahmenfarbe. Der Mietpreis für diesen Anhänger in der Standardversion liegt bei 1453 Euro. Wir kommen zum TLX X52 Logger von 82 Studio, Downloadgröße 24,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es diesen in zwei Versionen, einmal den Logger, so wie er da steht. Der wiegt 11,8 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 62,7 Tonnen und kostet 82.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard, Nokian Tires, Continental und zurück zu Lizard. Dann gibt es bei den Details, gibt es hier diese Dekorationen 1 und 2 und 3 und so weiter bis wieder ohne diese Details. Dann gibt es die Extras, das sind diese Bleche hier, gibt es auch verschiedene Designs. Dann gibt es Verteilung der Masten Standard 6 Meter oder 4 Meter und zurück zu Standard. Anhängerkupplungen gibt es auch noch hinten eine Heckkupplung. Und bei der Hauptfarbe können wir aus der riesengroßen Farbpalette wählen. Und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann gibt es noch die Version mit dem Bandlaufwerk. Hat im Prinzip dieselben Eigenschaften. Der einzige Unterschied hier ist natürlich das Bandlaufwerk. Und hier gibt es ein Problem bei den Extras. Wenn ich hier die Extras hinzufügen will, dann klebt das hier ungünstig ab. Also ich glaube nicht, dass das so soll. Das müsste man wahrscheinlich nochmal korrigieren. Der Mietpreis in den beiden Versionen in der Standardausführung liegt bei 4.182 Euro. Wir kommen zu einer Doppelmod. Und zwar heißt dieser Los Antonios TH51 oder Lizard TH51. Kommt von JM Garcia. Downloadgröße 9,79 MB in der Version von 1.0 und die eine ist für alle Plattformen, und zwar ist das die Lizard-Version und die Los Antonios ist natürlich für die PC- und Mac-Version. Natürlich sind die beiden identisch, deswegen schauen wir uns nur einen an, und zwar die Lizard-Variante. Dieser hat ein Zuladegewicht von 10.000 Litern, wiegt 8,9 Tonnen, braucht 320 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter und kostet 20.000 Euro. Mit diesem Anhänger kann man alles aufsammeln, was auf dem Boden liegt, zum Beispiel Schnee, Mist, Stroh, Heu. Alles, was natürlich auf dem Feld liegt, und man kann es auch wieder auf den Boden ausladen. Wir kommen zum Mac RD 690. Dieser kommt von Rauli Christi vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 19,01 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW mit einer standardmäßigen Leistung von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Ladevolumen liegt bei 12 Kubikmetern, wiegt 8,8 Tonnen und das maximale Zuladegewicht liegt bei 19,2 Tonnen. Der Preis knappe 80.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokian Tires. Dann Vinyls gibt es einmal die Linien, breite Linien, dann Flaggen, dann Adler, Tiger und ohne. Dann gibt es Filter hier vorne, einmal ja, dann hohen Filter oder keinen. Dann können zusätzliche Spiegel hingebaut werden. Das sind diese hier, ja oder nein. Die Motorenausführung, da haben wir den RD oder den RD Turbo. Der RD Turbo hat eine Leistung von 710 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Innenfarbe natürlich aus dieser hier. Die Kasse, was ein bisschen verwirrend ist, ist nicht irgendwie etwas mit Geld, sondern das ist diese Einheit hier hinten. Dann die Felgenfarbe ist klar, kann aus dieser Farbpalette gewählt werden. Der Mietpreis in der Standardausführung liegt bei 4.029 Euro.
Wir kommen zum Nullwendekreis Mea Moit Pack. Dieses kommt von 82 Studio, Downloadgröße 28,13 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Mea hier. Kommt mit einer Leistung von 36 PS, hat eine Tankfüllmenge per Diesel von 12 Litern, 28 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 818 Kilo, hat eine Schneidbreite, also Arbeitsbreite von 2,50 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h und kostet 8.650 Euro. Maximalgeschwindigkeit liegt bei 28 km/h und die Arbeitsgeschwindigkeit bei 50 km/h. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard und Trelleborg. Die Trelleborg-Variante ist die Bandlaufwerk-Variante. Die Beleuchtung, die kann hinzugebaut werden. Vordere Lichter, LED-Leiste, Überrollbügel-Leiste und so weiter und so fort. Dann Überrollbügel gibt es ja oder nein. Untenbodenbeleuchtung gibt es auch weiß in grün oder rot oder blaues Licht. Dann die Motorenausführung gibt es in der Moit oder in der Moit Getuned. Die Getunte hat eine Leistung von 82 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der riesengroßen Farbpalette und die Designfarbe natürlich ebenso. Designfarbe 2 kann genauso gewählt werden. Das ist dann die Sitzfarbe und die Felgenfarbe ist dann diese hier und kann so entsprechend geändert werden. Der Mietpreis in dieser Variante hier 446 Euro. Dann gibt es noch einen Fangkorb, der kann hinten noch angehängt werden. Der hat ein Ladevolumen von 350 Liter und wiegt 150 Kilo. Die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h. Die Kapazität hier gibt es die Standard- oder die erweiterte Kapazität und zwar auf 5500 Liter. Die Hauptfarbe und die Designfarbe haben wir schon gesehen, daher gehen wir gleich weiter. Denn das letzte Teil, was dazu gehört, ist der Nullwendekreis Mea Moit Nivellierschild. Kommt mit einer Arbeitsbreite von 3 Meter, einem Gewicht von 50 Kilo und kostet 450 Euro. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod, was Geräte und Fahrzeuge angeht. Und zwar ist das der Lizard RTV Mark 6000. Diese kommt von Schleutjes Modding, Downloadgröße 6,68 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser hier. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 83 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 34 Litern, 97 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, hat ein Ladevolumen von 700 Liter, einem Gewicht von 1,2 Tonnen und kostet 14.500 Euro. Bei der Konfiguration kann erweitert werden von 700 Kilo zu Ballenwagen und zurück. Dann gibt es Kabinenschutz, einmal dieser hier, dann Kabinendach. Und zurück zum Original. Stoßstange gibt es Original, Stoßstange und Stoßstange 2. Kotflügel vorne gibt es natürlich auch Original, Kotflügel, Kotflügel 2 und zurück zu Original. Dann gibt es die oberen Lampen. Die können nur dann sichtbar sein, wenn man den Kabinenschutz quasi einmal drauf montiert hat. Also das sind diese oberen Lampen. Dann gibt es zurück zum Original. Rundumleuchten werden angebaut, entweder oben oder wenn man den Kabinenschutz nicht hat, wird dieser hier hinten angebaut. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser riesengroßen Farbpalette hier. Und die Felgenfarbe kann aus derselben Farbpalette gewählt werden. Wir kommen zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese Crop Inputs Genossenschaft von BC Buhler. Downloadgröße 14,2 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar laut Modbeschreibung sollte diese zu finden sein in Produktion und Fabriken. Was jedoch nicht korrekt ist, sondern es ist zu finden unter Gebäude und Tools. Dann haben wir hier Crop Input Kooperative BC Buhler den Chemieschuppen. Kostenpunkt zum Platzieren 10.000 Euro, Unterhalt pro Tag 50 Euro. Dann gibt es den Düngerschuppen, das ist dieser große Schuppen hier. Kostenpunkt zum Platzieren 20.000 Euro, Unterhalt pro Tag 50 Euro. Dann gibt es noch den Samenschuppen, das ist dieser hier. Der kostet zum Platzieren 20.000 Euro, Unterhalt pro Tag 50 Euro. Ich bin nicht ganz klar gekommen bei dem Verständnis dieser Mod, aber was ich denke, was es hier ist, dieses hier ist Produktion verwalten und zwar kann hier zu einem horrenden Preis Pflanzenschutz und Flüssigdinge hergestellt werden, aber das muss man so eben dann nicht kaufen fahren, sondern man kann das produzieren, aus 0 wird 20.000, aber zum Preis von 600.000 Euro pro Monat. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das kostenfreie Abo ab, wirst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen.
Wir haben heute Neuigkeiten bekommen von Giants bezüglich dem vierten DLC, was zum Seasons Pass gehört. Und zwar soll das erscheinen am 15. November. Beinhaltet eine neue Karte und natürlich verschiedene neue Marken. Unter anderem natürlich die schon angekündigte Volvo-Marke. Falls du das Video dazu noch nicht gesehen hast, dann kannst du gerne oben rechts auf den Link klicken, damit du dahin gebracht wirst. Solltest du dich entscheiden, dieses DLC, das vierte DLC, separat zu kaufen, dann bitte unten in der Videobeschreibung findest du Links, womit du den Kanal unterstützen kannst, ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Darius für das Sponsoring dieses Videos. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du der Hofgott bist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Bin raus und weg. Bis morgen. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.